Ja. Yippie. Haben wir es geschafft? Kaya, danke für 200 Bits. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was? Ja, natürlich. Ach so, ja, natürlich. Danke. Aber gerne doch. Das war jetzt aber kein Bestechungsgeld, oder? Mann! Sag mal, darfst du doch jetzt nicht laut sagen. Nicht? Wie kann man das eigentlich machen, wenn Luna das gemacht hat mit so einer Nachricht da drin? Das finde ich cool. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach eine dahinterher wegschreiben. Gehe ich mal von aus. Ja, wie gut, dass wir uns so gut auskennen. Und das müsste dann ja in der Nachricht stehen. Da steht dann jetzt Chia, was weiß ich. Und dann kannst du, meine ich, direkt hinter eine Nachricht eingeben. Jo. Und so, 9 Quests noch. Oh, wird schwierig, je nachdem, wie lang sie sind, ne? Ja. Insofern keine Indie kommt. Wenn die Indie kommt, könnt ihr Glück haben. Ja, solange du nicht Castrum läufst, ist alles gut. Ja, Castrum gehört ja nicht zur Hauptstory. Castrum würde dann ja ausfallen. Das Coole ist an Castrum, du kannst deine Kit-Earphones benutzen. Cat-Earphones? Ja? Es gibt auch eine Szene, wo du dir so an ein Ohr packst, wo Ach quasi, so, ja. wo du kommunizierst. Ja, Kit-Earphones. Ja, stimmt. Das habe ich gerade nicht dran gedacht. Bei Er Castrum macht denkt ja immer nur an die nichts. vielen Sequenzen, nicht an das, was passiert. Ja. Ja, weißt du, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal richtig auf die Sequenzen geachtet habe? Nö. Mindestens seit ich sie das dritte Mal gelaufen bin. Oder vierte. Also. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Oh, was ist hier los? Muss die nee, aber jetzt hoffentlich nicht nochmal laufen, oder? Um an den Ort zu kommen, wo sie gewesen ist. Mama nicht. Glaube, sonst kriege ich einen Rappel. Ich habe keinen Bock, die nochmal zu laufen. Die war scheiße. Ja. Ah, nee, sie sieht dann. Ja, okay. Nur mit Sequenz, Gott sei Dank. Gehen wir von aus, dass geredet wird. Und wird geredet? Bisher wird nur genickt. Bisher wurde noch kein Ton gesagt. Das ist immer noch besser als zu viel sabbeln. Das stimmt. Ja, sagt sie. Ja, geil. Ja. Nee, wird nicht geredet. Ist also wieder Stummfilm. Stummfilm? Stummfilm. Ein Stummfilm. Stummfilm. Stumm, stumm, Rosa Kristall. Komm schon, bin ich da in der Höhle? Ja. Deine Haare flattern im Wind. Nicht nur die Haare, das Kleid auch. Oh yeah. What? Hm? What? Ich meine, ich hatte hier gerade was gelesen, deswegen dachte ich, oh yeah. Soll Luna wieder mit ihrer Waffe kommen? So. Ach, so spät schon. Luna? Kaya ärgert mich. Bedroh ihn bitte wieder mit seiner Waffe, wenn er das Gerade nächste was Mal kommt, gelesen, wenn er habe ich doch kommt. gesagt. Ach komm. Weißt du gar nicht, was ich gelesen habe? Du hast ja auch nichts gelesen. Natürlich habe ich was Nein, gelesen. hast du nicht.
Doch. Nein. Boah, nein, nicht Shiva. Ernsthaft? Ich habe tatsächlich noch eine Ini. Muss gegen Shiva kämpfen? Hat einer Bock, mit mir eine Ini zu laufen? Also gegen... Also eigentlich nur gegen Shiva zu kämpfen. Hat irgendeiner Bock? Ja, nein, vielleicht. Oh Gott, ich habe keinen Bock. Ich will nicht, ich hasse es. Ich dachte, du brauchst so ein Luna-Signal, wie bei Batman. Ich verkack doch gegen die. Sollst du doch nicht alleine antreten. Ja, ich trete auch nicht alleine gegen einen. Da kommen irgendwelche Zufallspimpfe an. Ich helfe dir. Hallo, ich habe einen Flammenwerfer und die ist aus Eis. Wer gewinnt wohl, hä? Okay, wir verlassen uns mal nicht auf Kaya. Du weißt, welche Stufe du bist? Ne? Nö, weiß ich nicht. Deine kleine Feuerfackel bringt da nicht viel. Oh, Alter, hallo. Jetzt hapert wahrscheinlich das ganze Ding an einer Prüfung hier. Was ist nicht mehr da, Leute? Mann, doch Kinder. Ich will nicht mehr. Ich wein. Ich will nicht gegen Shiva kämpfen. Oh, ich heul gleich. Ich will nicht. Ich weigere mich. Strikt. Shiva ist halt so... Du magst sie. Ich liebe sie. Und deswegen willst du sie nicht bekämpfen. Ja, unter anderem. Natürlich je nachdem, ja, wie sie aussieht. Und weil sie dich platt machen könnte. Ja. Was ist jetzt der Hauptgrund, dass du sie magst oder dass du Angst hast vor ihr? Dass ich Angst habe vor ihr? Und dann, weil ich sie mag. Aber ganz dicht gefolgt davon. Immerhin ehrlich. Ja, ich habe echt Schiss. Ramu ging. Leviathan war scheiße. Leviathan habe ich verkackt. Also ich bin nicht gestorben, aber ich habe Leviathan. Echt, hier gibt's Ramu? Mhm. Ramu hatten wir beim letzten Mal. Hä? Wohl. Mhm. Ramu hat auch eine geile Synchronstimme. Seit FF7 kenne ich ihn. Ramu war, meine ich, auch in Teil 3. Twitch ist geil. Was? Habe ich gerade oben das Dina benachgekommen. Ein Daria LP ist online. Geil. Das weiß ich. Und da warst du mich schon seit 9 Stunden und 19 Minuten. Nee, da stand gerade erst seit einer Minute. Das kann ja gar nicht sein. Alter. Wenn Schützer sagt, du streamst erst seit einer Minute, dann ist das so. Alter, lass mich doch jetzt endlich mal da rein. Blödeste Kacke. Nimm die Pumpgun. Finde ich richtig. Boah. Ich brauche Freunde. Brauche Hobbys. Brauche ein Leben. Die andere, also, da denkt auch, ich hab das gerade. Das tat jetzt gerade schon weh. Was? Das mit den Freunden tat jetzt gerade schon weh. Wieso du? Ja, ich meine, Leute, du kannst doch gerade nicht. Du bist doch noch. Ja, ich kann dir doch trotzdem helfen. Aber du kannst kein Gruppenmitglied sein. Warte. Ich weiß, die hustet mich nur an und ich fall um. Ja. So nett, wa? So nett würde es laufen. Oh, ja, wenn sie einfach nur niest aus Versehen, war Kaya tot. Ich glaube, die brauchen nur einen einzigen Einswürfel gegen dich pfeffern und du bist schon. Du liegst ja schon mit dem Kopf nach unten. Zehnfachen Salto nach hinten. So, dein mickriger Feuerzauber prallt wahrscheinlich voll an dir ab. Mein Streichholz. Das ist da so ein kleines Zünglein. Ich hab einen Zippo. Kein Schritt weiter, ich habe ein Zippo. Lumanda, Feuer, irgendwas, Sturm. Ja, hab keinen Bock mehr. Es hapert echt daran, dass ich da nicht reinkomme, ne?
Es hapert echt daran. Ich fasse es nicht. Ich werde weg, ey. Wow! 2 DDs haben wir schon. Wow, geil! Also, mich und einen anderen. Super! Toll! Kann man einen Heiler holen? Oder Tank! Würde auch schon mal reichen. Komm, ich komme mit meinem Charakter aus Fiesta. Ich kann euch heilen. Nicht mehr da bist du, wärst du auf der gleichen Stufe wie hier. Aber, na gut, weiter als mit deinem Charakter hier, aber ich glaube, da selbst da würde ich. Ja, schon klar, dass das nicht sehr motivierend ist, wenn du mich immer niedermachst, ne? Das ist dir klar, oder? Das ist nicht niedermachen, das ist einfach nur dein Leben retten. Ich glaube, ich werde echt noch depressiv, ey. Ich würde nur dein mickriges kleines Leben retten. Oh, bitte. Super. Hätte ein Leben retten nicht gereicht? Wäre nur halb so witzig gewesen. Oh, mein Herz stirbt immer mehr ab. Ja, es scheitert bestimmt daran, dass wir Shiva nicht besiegen können, weil keiner in dieser Scheißkommentier kommt jetzt rein. Hast du noch nicht gerade Zeit? Kannst du sie nicht mal anschreiben im Game? Also könnte ich bestimmt, aber ich will das auch mal allein schaffen. Ja, allein kannst du es sowieso nicht schaffen. Du brauchst ja andere Leute. Ja, du weißt, was ich meine. Nein. Selbst ist die Frau. Ja, frag sie halt. Ey, ja oder nein? Nein! Kriegen wir schon ja, hin? Dann rum. Sind doch nur noch. Wo steht denn das? Wie viele Leute da schon zusammen sind? Jetzt ist es gerade. Wieder 2 von 4. Eben war 2 von 2. Ach da. Also Gruppe wird gebildet. Ja, es scheitert wahrscheinlich wieder an den Heilern. Und dabei habe ich schon für Japanisch, Englisch und Französisch mit reingeschaltet. Dass überall gesucht wird. Keine Franzosen, Geld. Das will keiner. Das will gerade keiner schiefer machen. Ich drehe ab hier. Es gibt eine halbe Stunde Verlängerung, das wisst ihr schon, oder? Oh Mann. Ja, die Wartezeit kann ich da nicht mit reinberechnen. Sind hier schon 7 Minuten. Das ist jetzt Story relevant? Das ist leider Story relevant, ja. Oh. Jop. Oh, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Ja, bei uns beiden wird es dann später auch lustig. Ich mach das allein. Ich hab einen Pokéball, da fange ich sie einfach mit ein. Privat wird es weniger das Problem, weil du Heiler bist. Privat. Du Heiler, ich denke, dass da wird es wahrscheinlich eher weniger problematisch. Geht los. Ja, ich weiß. Ich sehe das vor dir. Das Problem ist... 3 Leute? Das Problem ist, dass ich in dem falschen Ding drin bin. Schon wieder. Wie? Was denn? Ich bin im falschen Ding drin. Gerade. Das heißt? Ich habe Scheiße gebaut. Ah. Aber nicht Shiva. Das Witzige stand in der Inhaltssuche eben die ganze Zeit, stand da Shiva. Das ist das Geilste. Deswegen dachte ich eigentlich, ich hätte das richtig angeklickt, aber jetzt bin ich nur in der Inni drin. Nicht in. Der Hauptquest. Nicht in der Dring, wo es eben stand. Ach, der Yeti schon wieder. Warst du doch daher? Ja, das ist das, was ich manchmal nicht verstehe. Ich habe auf Auswahl aufheben gedrückt. Dann auf Shiva, also Götterdämmung Shiva, war auch eingeloggt. Wo ich jetzt drin bin, ist die Inni, die vorhin gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, die Gegner kommen mir doch bekannt vor. So, und das verstehe ich nicht. Wieso bin ich plötzlich von der Inni, von der Götterdämmung in die Inni gekommen? Weil vorher stand ich auch 2 von 4. Und ich habe, wie gesagt, ich habe auf Auswahl aufheben gedrückt. Bevor ich das gemacht habe. Dachte ich also seit kann ich dir leider absolut nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wieso das...
Ich verstehe sie. Ich verstehe die Logik der manchmal nicht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich auch Auswahl auf gemacht habe. Weil da stand ja auch die ganze Zeit Götterdämmerung. Götterdämmerung, Shiva. Egal. Machen wir die Scherze nochmal. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Jetzt muss ich kacke hier mitmachen. Ah, kannst du auch die anderen nicht hängen lassen. Ja, ich komme ja eh nicht raus. Selbst wenn ich sie hängen lassen wollen würde, würde ich nicht rauskommen. Nicht mehr, wenn ich sterbe. Dann werde ich einfach nur zum Anfang gespawnt. Dann zeig mal, wer der Boss ist. Disconnect würde helfen. Aber ich glaube, dann würde ich eine Sperre kriegen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Egal, machen wir es danach nochmal. Vielleicht klappt es ja danach. Du weißt, vielleicht komme ich ja danach sofort rein. Durchaus möglich. Oh Mann. Du weißt. Oh, ein Zumba. Ja, vielleicht ist es möglich. Lass dich überraschen. Mhm. Hängt jetzt halt von ab, wie lange wir für die großen Viecher hier brauchen. Gut, der letzte Boss hier drin geht her. Fenrir. Oh, ich weiß ja nicht jetzt, wie gut dein Mittrupp da ist. Das ist die Sache. Das eine Ding läuft da gerade nur rum mit seinem Hammer in der Hand, oder was ist das auch? Ach nee, ist ein Buch. Ach ja. Ach, das bin ich doch. Ach, das kenne ich doch irgendwo her. Ja, das bist du. Ich weiß gar nicht. Summoner? Ja, nee. Der Bibliothekar. Hermetiker? Ja. Ja, ich sag doch der Bibliothekar. Welches Buch möchten Sie heute ausleihen? Oh, ich weiß auch nicht. Der Kampf hier läuft so ein bisschen besser als vorhin. Der Yeti wird scheiße, glaube ich. Das war der Probleme gemacht hat. Yetis gibt's doch gar nicht. Das alles hier drin gibt's nicht. Das weißt du nicht. Du weißt auch nicht, ob es keine Yetis gibt. Vielleicht gibt's auf irgendeinem anderen Planeten ja Yetis. Woher wissen wir dann, dass es Yetis sind? Ja, das ist die Frage. Du weißt es halt eben nicht. Es können Yetis sein, es können aber auch eine andere Art sein. Nein, ich meine, warum haben wir dann den Namen gegeben, wenn wir nicht wissen, was sie sind? Warum haben wir einen Apfel genannt? Woher wussten wir, dass das ein Apfel ist? Woher wussten wir, dass die Gattung Mensch heißt? Das ist von Menschen erfunden. Ja, Yeti ist auch von Menschen erfunden. Das stimmt. Genau wie der Bigfoot. Ja, siehst du. Jetzt hast du deine Antwort. Hey, ja, geil, der Tank ist tot. Kleiner Mark Klugscheißer. Der Tank ist tot. Geil, also so dauert es ein bisschen länger. Ei, oh. Ah, fuck. Jetzt ist die Vorsatzquote tot. Ja, natürlich. Du machst ja am meisten Spaß. Bam. Ja? Ja, natürlich. Tun wir das nicht schon oft genug bei Dead by Daylight? Das musst du doch hier auch nicht noch nachmachen. Ach, doch, muss ich. Weiß nicht, wo die anderen sind. Lauf einfach schon mal. Ich warte dann. Ich glaube, der Tank hat sich da auch so ein bisschen übernommen. Würde ich mal so. Musst du die wieder alle besiegen, oder was? Nur ab hier an. Ab da, wo der Tank Scheiße gebaut hat. Ne, ich meine die. Ja. Hä? Die Viecher. Ja, nur die, wo der Tank Scheiße gebaut hat. Also ab hier. Das ist ja nicht da, wo wir komplett am Anfang gestartet haben. Die sind alle tot. Der Tank hätte halt einfach nicht weiter da reinrennen sollen. Oh Mann. War halt eine blöde Idee. Wenn alle anderen noch nicht da sind, zumindest.
Im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich schon. Das ist auch der Grund, weswegen ich keinen Tank spielen würde. Tut's ja auch nicht. Weil Tank sein kriegt nicht hin. Ich bin da zu blöd für. Und um solche Sachen zu vermeiden, ne, spiel ich's einfach nicht. Tu's einfach nicht. Ja, verständlich. Ein Heiler würde ich vielleicht doch hinkriegen. Aber Heiler würde ich wahrscheinlich erstmal mit Leuten probieren, die ich kenne. Das heißt, ich würde nur mit bekannten Leuten in die laufen dann. Ja. Das wäre dann ja eher einzurichten. Warum komme ich immer automatisch in hier scheiß Chat rein? Ich hasse es. Keine. Ich weiß nicht, ich kenne das Tastenkürzel für den Chat nicht und die kommt mir jetzt mal rein. Dann kennst du ihn unbewusst. Durchgehen. Ich hab kein Mal in der Indie, wo ich da nicht rauskomme. Oder Shift. Erstmal auf Shift. Oder Umschalt. Umschalt komme ich auch ganz oft drauf. So, Pärchen Yeti. Das ist lustig, wann diesmal. Der hier sogar schon mal als der letzte. Mit dem Dungeon hier. Ist der Yeti? Ja. Yep. Yeti ist scheiße. Wieder einmal raus. Raus da. Ja, da kann ich hier nicht ausweichen. Das leben alle noch. Sehr gut. Oh, mir ist gerade so herrlich der Fuß eingeschlagen. Was? Ist der Fuß eingeschlagen? Ach so. Okay, diesmal geht der Yeti schneller. Ja, wahrscheinlich, weil du ein besseres Team hast, oder? Ich glaube einfach, weil wir diesmal alle komplett draufgehen. Und ich die Nebenviecher hier mit meinen Angriff machen. Oh. Das ist mal. Ja, keine Ahnung, das passiert alles so schnell. Ich. Tada. Das ging diesmal. Umfalt ist er. Na, wen brauchen wir nicht mehr ganz so lange? Ja. Ich laufe hier einfach wieder rum. Ich würde mal fallen, ey.
Mit deinem was? Ich mit meinen Pfeilen. Ach so. Oh yeah. Nee. Es ist ein bisschen was schief gelaufen. Wieder. Ja. Aber es ist nicht ihre Schuld. Ja, wahrscheinlich schon irgendwie. Wahrscheinlich habe ich trotzdem verfetzt gemacht. Nee, das Licht der Sonne wurde reflektiert von einem Ballon von der Venus und irgendwie sowas. Also für Shiva hat die auf jeden Fall keine Gruppe gefunden. Das war das große Problem. Shiva wollte mich nicht. Sie hat dich verstoßen. Sozusagen. Shiva will nicht von mir getötet werden. Aber ich hätte sie gerne gesehen. Ja, wir werden sie bestimmt auch noch sehen, wenn ich Glück habe, gleich eine Gruppe zu finden. Dann werden wir sie bestimmt noch sehen. Ja. Ja. Ey, ihr guckt euch jetzt nicht ernsthaft diese Frequenz alle an. Ja, die Heilerin steht da hinten. Ist das denn? Auch mal da. Hä? Hast du denn? Nee, ich hatte. Weil ich gerade so ein bisschen getriggert war wegen hier, was immer noch angezeigt wird, Kaya, na, ich mal geguckt. Alter, der war ja mal mit mir ja böse, mit mir ja böse verheiratet. Wer auch immer das sein mag. Aber, hä? Was? Wer auch immer das sein mag. Mit mir ja böse? Ja, ja, wie sonst? Kaya, ja, na, kenne ich ja. Ja, aber mir ja böse, kennst du nicht? Ja, woher denn? Auch so eine Comedy. Ja, ich hab nichts übrig für Comedy. Da kommst du. Nein, lass mich da. Scheißviech, ey. Oh, ist das nicht wieder Fenrir? Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja mein Problem an der ganzen Sache gerade. Was ist denn so?
Tada. Wir warten uns den Wolf und wir warten uns den Wolf und wir warten und wir warten und wir warten uns den Wolf. Wir warten uns den Wolf und wir warten uns den Wolf und wir warten und wir warten und wir warten und uns den Wolf. Ja. Und wir warten 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 immer noch. Wow. Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. Schließfächer. Fehlen nur die Heiler. Und ein Tank. Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super, super sicher. Ein DD, ein Tank und zwei Heiler fehlen. Weißt du, was ich mich bei dem Lied teilweise echt frage? Hm? Wie fühlt sich die Alte eigentlich? Ich frage mich, ja, weiß die Alte, dass es das Lied gibt? Ich glaube, da wird sie wahrscheinlich nicht dran vorbeigekommen sein. Ist ja genau wie hier. Barbara Streisand. Weiß ja nicht, ob die da so alle erbaut von sind, wenn es da so Lieder von gibt. Naja, wenn sie Humor haben. Ja, da fängt die Problematik Alter, schon wieder an. Alter, wir brauchen Heiler. Ich weiß es nicht, jetzt scheitert euch den Heilern. Mal wieder. Leute, warum kann Heiler sein? Ist ja auch ein Song. So, ich meine nicht so haben. Ist so dufte. Ist so. Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, ist ja auch wie Maschendrahtzaun. Boah, ey. Gruppenveränderung 0. Aber gut, dass du in Bewegung bist. Ist ja schon ziemlich kalt da oben. Ja, ne? Oh Mann. Ja, es gibt auch keine Veränderung in der Gruppenkonstellation. Wir warten immer noch auf einen Tank, zwei Heiler und einen DD. Gut, ne? In 300 Jahren sind wir vielleicht drin. Das ist gutes. Geile Sache. Das weiß ich nicht. Doch, das ist herrlich. Das... Ja? Ja, doch, klar. Ja, ja, wenn du das schön findest, dann freue ich mich für dich. Nicht falsch verstehen. Hm. Ich freue mich, wenn du dich freust. Hm. Ich hab überhaupt mehr. Ja, und die zwei CDs sind weg. Ja, geil. Och, ne, komm. Ich würde sagen, das dauert noch ein bisschen, ne? Ach, leck mich am Arsch. Jetzt? Hm. Ach, so oder so, kleine Arsch ist schnell geleckt. Ja, nee, danke. Mach keine Werbung. Warum gehst du drauf ein? Wieso sagst du? Ah, was lustig war. Außerdem sagt man das so. Ach wirklich? Ist mir was echt? Ist mir gar nicht geläufig. Ja, nee, nicht. Aus welcher Provinz kommst du denn? Gridania. Echt? Ja. Ohne Scheiß. Ich bin aus Ivalice. Der Wahnsinn. Ja, wenn du mich so fragst.
Es hapert an Heilern. Wow, geil, wir haben einen Tank weiteren. Geil. Ja, guck mal hier. Der Rand kommt auch. Weißt du? Ich dreh durch. Ich hab dir meine Hilfe auch angeboten. Ja, aber dein Stufe 8 Charakter bringt mich nicht weiter. Ja, mach hinter der 8 eine 0, dann weißt du, welche Stufe ich bin. Weißt du, Schiefer macht einmal so und dann bist du tot. Komm mit Teil aus, das wäre super. Wenn du Zeit und Lust hättest, das wäre echt super. Bin gar nicht tot, sei doch nicht immer so gemein. Ich bin nicht gemein, ich will dein Leben schützen. Außerdem würdest du gar nicht reinkommen, glaube ich. Da wollen wir mal sehen. Jo, geht ja fix. Ja, sagst du so einfach. Du bist tot. 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 Du bist tot. Tot. Das ist nicht nett. Schiebe liegt uns da jetzt 3 Minuten. Ah! Okay, Deran, du hast einen gesunden Optimismus. Jo, ich bin als einziges noch in der Gruppenbildung. Ja, geil, ich liebe das Leben. Ich kenne sie hier nicht in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie sie drauf ist, aber 2 bis 3 Minuten? Weiß nicht. Ich immer. Aber finde ich gut. Das ist besser, als wenn man so negativ eingestellt ist wie Frau LP. Ich bin nicht negativ, ich bin realistisch. Das ist ein großer Unterschied. Ja, komm. Es gibt einen Unterschied zwischen negativ und es gibt einen Unterschied zwischen realistisch. Ja. Negativ ist, wenn du sagst, wir werden sterben. Ich sage, es könnte problematisch werden. Ich könnte einen auf den Sack kriegen. Das ist realistisch. Das ist echt geil. Ja, wir werden alle sterben. Ich sage, es könnte problematisch werden. Aber denken tut sie, oh scheiße, wir werden alle sterben. Nein, tatsächlich nicht. Das nehme ich tatsächlich nicht. Ansonsten. Gut, lass mir mal verstehen. Ansonsten wäre ich, glaube ich, hauptstorymäßig nie weit gekommen. Ja gut, da hast du nicht ganz unrecht. Sonst wäre ich immer noch in Kridania, wäre feige, was Gruppenaktivitäten angeht und würde sagen, ich komm nicht weiter. Jetzt sage ich nur, ich komm nicht weiter, weil ich keine Gruppe finde. Lass dich doch einfach in Linsen. Ist meine Einstellung, wenn halb beteilt und wir in den Near-Raid gehen. Oh, nett. Echt nett. Oh. Jetzt mal kurz eine Frage jetzt für Dumme, für mich jetzt hier. Deran, kennst du Hybrid? Also, kennt ihr euch? Oh. Kennt ihr euch so, ihr Paar? Oh, irgendwie niedlich. Also ich spiele zumindest zusammen, meine ich. Ah, okay. Hallo, Hybrid! Oh, Mensch! Hier ist ein Tank drin. Ja, geil. Ich stopp mal kurz, Herr der Regenbogen kommt im Strumpfhosenheld. Ich komme mit Strumpfhosenheld. Strumpfhosenheld ist auch nicht über 50. Dann komm lieber mit Fiesta-Charakter. Der ist wenigstens fast Stufe 40. Ja, ich brauche Hilfe. Ich bin keine Gruppe. Ist gerade der zweite Versuch. Ich finde zum zweiten Versuch keine Gruppe. Wenn ich mal verzweifelt. Ganz kleines bisschen. Aber nur minimal. Ja, nur minimal. Was machen die Nelis? Die Nelis? Fischis? Ja, Nelis, Fischis. Die lieben sich ganz abgöttisch. okay, ich darf mich wenigstens bewegen. Heute schon Sport gemacht. Zweimal, glaube ich. Aber das ist jetzt schon wieder ein paar Stunden her. Also es kommt gerade sehr gelegen. Ich habe ja eh nichts zu tun. Ich warte ja eh. Oh. Ah. Ein bekanntes Gesicht fliegt da um mich herum. Dieser Phönix.
Oh Gott, warte. Ja. Sehr schön. Sehr elegant. So, meine Retter in der Not sind da. Dann ja, und es geht ganz schnell. Ja, wir haben ja ein Versprechen von Meran, 2 bis 3 Minuten. Joa. Dann guck mal auf die Uhr. Soll ich eine Stoppuhr anmachen? Ja, mach die Stoppuhr an. Nein, Quatsch. Nö. Wir müssen es ja eh jetzt tun. Nee, ich muss erst mal auf die Szene gucken, tatsächlich. Du hättest nicht kommen sollen, Kriegerin des Lichts. Das ist Eisherz. Mein einziges Streben ist es, diesen Krieg zu beenden. Einen Krieg. Lass mich raten. Nettes Fahrgestell. Lass mich raten, die Schieber. Ich werde vernichten, wer sich dem Frieden entgegenstellt. Ein Pilzingsport auch. Und die deine ist es, dich zu füllen. Einarmiges Reißen. Wir haben keinen Gott, zu dem wir flehen könnten. So müssen wir uns selbst erlösen. Hallo, Shiva. Nimm meinen Körper, heilige Shiva. Erfülle ihn mit deiner Kraft. Um Gottes Willen. Ich weiß, wo es geil wird. Also ist sie Shiva? Das ist ja vollkommen unlogisch. Nein, sie ist nicht Shiva, aber sie... Sie kann sie beschwören. Sie möchte, glaube ich, dass Shiva gehört wird. Was sie da gerade getan hat. Gut. Ja, ja gut, und jetzt, ja, genau. Ja, quasi, also. Ja gut, jetzt, ja, ich weiß nicht, ist sie jetzt auf sie beschworen? Sieht geil aus. Ich weiß schon, warum ich Shiva liebe. Ne, sie scheint es tatsächlich doch irgendwie zu sein, aber irgendwie sind doch eigentlich... Irgendwie ja, irgendwie nein. Ich liebe Shiva auch, aber ganz ehrlich, die finde ich jetzt nicht prall. Nicht? Ich finde sie mega. Nee, ganz ehrlich, nee. Doch, ich finde sie mega. Also von den Prima, die wir bisher hatten, finde ich sie mega. Gut, Leviathan war noch besser. Also Leviathan war echt mega. So beste Shiva finde ich immer noch FF10. Ja. Wobei die Shiva-Schwestern in 13 auch nicht schlecht waren. Nee. Das mochte ich gar nicht. Weil nicht? Wenn du die transformierst zu Motorin, das sind doch keine Transformers. Er transformiert sich alles. Ja, das ist das, was ich an dem Teil nicht mag. Doch, ich find's mega. Hast du eigentlich durchgespielt? Ich bin bis zum Endboss gekommen. Wir bei 12 ebenfalls. Den Endboss habe ich da nicht gemacht. Also, ich habe ihn versucht. Okay. Sagen wir es so. Ich bin dran gescheitert. Ist aber auch schon, Gott, Jahre her. Ich versuche mich ja immer wieder zwischendurch an Final Fantasy Type Zero, aber irgendwie... Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich hier... Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Diesem ersten Run. Ich würde ja sagen, sei nicht immer so negativ, aber danke für deinen Aufmerksamkeit. Ja. Na ja, gut, ich hatte recht, ich bin gestorben. Ich hatte recht. Es war noch nicht mal negativ, es war, ich hatte recht. Ja, es ist eine Tatsache, ich liege da. Ich hab gesagt, ich sterbe. Ja, das schon, aber... Puh, ich liege gerne am Boden. So wie dazu. Ja, dann ist ja alles gut. Ich bin eine Biene. Was machst du da? Ich verstehe dich. Ah. Ja, danke. Oh. Boah, das sieht es mega. Ja,
Alter! Den Stream lauter machen. Auf jeden Fall ist es japanisch. Das Lied ist mega geil. Ja, hallo, ich höre selber japanische Musik, also ja, ist auch nicht schlecht. Was denn? Hab ich jetzt irgendwas gesagt, was dir nicht gefallen hat? Nee, alles gut. Also Shiva finde ich richtig geil. Ja, aber nicht die. Doch. Ist doch meine Meinung, lass mich doch. Shiva finde ich nicht so toll. Das tut mir wirklich leid. Nee, das war einfach nur die mutiert. Und das war das. Auf jeden Fall, danke. Coronavirus und ja. Ich finde die mega. Nee. Ja, ich akzeptiere deine Meinung und du akzeptierst bitte meine Meinung. So, Punkt. Ja, natürlich, du fandst sie gut, ich nicht. Ja, so, jetzt ist doch Schluss. Absolut in Ordnung. Jetzt ist doch Schluss. Reicht doch. Fräulein, wann hier Schluss ist und wann nicht, das hast ganz allein du zu entscheiden. Schön, dass du es einliest. Ach nee, warte mal. Das war falsch. Gerade du solltest auch wissen, welchen Schmerz schon ein kleiner Zwist über die Streitenden zu bringen vermag. Dies ist ein Krieg über Jahrhunderte. Kein Opfer ist zu groß, wenn es ein Entrinnen aus diesem ewigen Kreislauf von Gewalt und Zerstörung verspricht. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Ich opfere meinesgleichen für das Ende des Leids. Keiner der Ishgarder erinnert sich an den Grund der blutigen Fehde. An die Sünde, die am Anfang stand. Sie sind in Lügen und Dogmen gefangen und blind für die Wahrheit. Es ist noch nicht zu spät. Die Erlösung liegt in unserer Hand. Wir müssen sie denen darreichen, die sie so lange ersehnt haben. Begib... Ah, scheiße. Jetzt war ich wieder zu schnell. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir geschenkt ist. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Und so entschwindet das Gefäß. Es war vorherzusehen. Lahabrea wird dennoch zufrieden sein. Boah. Was meine Freude über den Erfolg beträchtlich trübt. Ich erinnere mich zu sehr an die Organisation 13. Kingdom Hearts.